So, mal ein ganz kleines Update. Moin moin, liebe Kanalmitglieder. Ich hatte es ja in dem einen Video mal versprochen. Ich hatte eine Tomate vorzeitig ausgepflanzt und heute Morgen, da hatten wir tatsächlich noch Bodenfrost und hatten auch so auf den Dächern oben, das ist jetzt alles schon weg, wo die Sonne rausgekommen ist, ja, auch Frost drauf. Und jetzt möchte ich mal gucken, ob die Tomatenpflanze das überlebt hat. Die hatte ich jetzt vor, ich glaube, 3 Tagen ausgepflanzt oder vor 4 Tagen einfach mal probiert, weil viele von euch immer geschrieben haben und gefragt haben, also nicht von euch Kanalmitgliedern, sondern Zuschauern, ob ich jetzt Tomaten schon auspflanzen würde. Und eigentlich ja nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es noch Frost kommt, weil ich auch den Wetterbericht für die nächsten 1,5 Monate nicht kenne. Aber ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal und wir schauen, ob die Tomatenpflanze durchkommt. Und jetzt gucken wir mal, wie sie den ersten leichten Frost überstanden hat. Ihr könnt hier auch sehen, die ist natürlich ein bisschen geschützt. Ich hatte hier noch so eine Tüte drüber gemacht. Die ist auch noch ganz feucht. Jetzt machen wir das einfach mal ein bisschen auf. Ja, Floki ist auch wieder dran, deshalb auch die Stöcker. Und es sieht aber soweit ganz gut aus. Ich kann da jetzt nichts entdecken. Kann natürlich sein, dass das dann einfach noch mal ein paar Tage später kommt, wenn die Frost abgekriegt hat. Aber erstmal sieht es hier gut aus. Und hier sind natürlich auch übers Hochbeet so ein bisschen geschützt. Das heißt, das könnte noch so gewesen sein, dass die Tomatenpflanze den ersten Frost überstanden hat. Und ich habe so das Gefühl, es kann jetzt aber auch täuschen, dass er von der Größe her ein ganz kleines bisschen zugelegt hat. Keine Ahnung. Ich bin gespannt, ob das gut geht. Jetzt für die nächsten Tage hat man keinen Frost vorhergesagt. Soll so 1 Grad werden, auch nachts. Also von daher sollte das noch gehen. Tagsüber haben wir jetzt immer die nächsten Tage so 10, 12 Grad hier bei uns. Und darauf die Woche wird es dann wieder wärmer. Da werden es auch wieder 20 Grad. So zumindest der Wetterbericht. Ob es nachher so kommt oder nicht, ja, das weiß man immer nicht. Man darf auf jeden Fall gespannt sein. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht mit der Tomatenpflanze. Und dann wünsche ich euch allen noch gemeinsam einen schönen Restsonntag. Ciao, ciao.